Einmal Regen, bitte. Danke. Ich hoffe, die Fische wiegen jetzt nicht so viel. Ich habe keinen Bock, die Karre jetzt wieder mitzustören. Die Joffreys sind auch schon wieder gespawnt hier. Hallo? Billy Gonzales ist auch wieder unterwegs, ey. Gut, man kriegt aber auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in die Demo von dem Spiel, ne? Das muss man schon sagen. Ey, jetzt habe ich schon mal die Hände waschen können, oder? So eine Angel können wir 11-mal fischen. Okay. Chance auf Beißen 45, Chance auf Fangen 50. Dauer des Vorgangs 30 Minuten. Ja, dann hau mal rein, ey. Der Fisch hat nicht angebissen. Der Fisch ist vom Haken gegangen. Der Fisch hat nicht angebissen. Sonnenbrand ist eingetreten. Hinzugefügt Kilchididi. Geil, unser erster Fisch. Vergifteter Tierkadaver. Lege ihn auf den Boden ab, um ihn zu häuten, um wertvolle Ressourcen zu sammeln. Junge, ich brauche erstmal Blätter. Ich muss erstmal Kleidung machen. Ich laufe hier gerade nackt durch die Prärie. Wie Gott ihn schuf. Komm, ich nehme mal den kleinen Scheißer eben mit dir. Hast du deswegen Magenprobleme, weil du dich nicht wäschst? Hm, ich glaube nicht, nö. Das geht ja mit der Zeit immer weg, das Blut. Hatte ich ja auch erst gedacht. Jetzt haben wir nur einen Sonnenbrand. Ja, kommen wir schneller, Eis, Kollege. Na, dann bremst du einfach ab, ey. Jetzt haben wir Sonnenbrand, da habe ich auch nichts gegen. Noch nichts hergestellt. So. Sollen wir den ablegen? Machen wir das mal. Ja, das ist ja, was ist das denn? Das ist doch kein Fisch, Alter. Das ist ein Plastikköder. Ei. Was kriegen wir da? Ein Stück roher Fisch. Ja gut, mehr hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ey. Junge, Junge. Fällt mir nichts so ein, ey. Naja, Sonnenbrand soll ja auch so weggehen, wa? Gut, Tabak habe ich ja. Habe ich doch gefarmt, ey. Müssten wir halt nochmal was herstellen. Aber ich habe kein Holz für ein Feuer, ne? Eine Stunde 30. Das war's. Könnte ich auch so einen halben hier reinballern? 3 Stunden. Ja, das ist eigentlich das Verschwendung, ne? Eigentlich ist es Verschwendung, ey. Okay. Jetzt haben wir eh keinen Platz, ne? Doch, wir haben noch eins dort. Gut, dann machen wir uns jetzt erstmal hier Paris-Palermo-Hut. Die passende Weste dabei. Unser Nentenschurz. Und unsere tollen Sandalis. Sind wir auf jeden Fall gegen Sonne ein bisschen geschützt. So. Und er ist schon wieder hier out of order, ey. Was ist hier gerade lang gekrochen? Oh, das blinkt. Ja, die Bücher könnten wir auch mal lesen, stimmt. Komm, wir holen uns mal eins in die Birne. Das gibt uns Sammeln. Athletik.
Achso, ich könnte das sogar in Etappen lesen, oder was? Das ist auch geil. Wo haben wir denn unsere tollen Skills hier? Athletik sind wir schon auf 3. Okay, das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, zwei Level werden wir auf jeden Fall machen. Aber es ist eh gesperrt. Ich bin eh schon auf Max. Also macht es keinen Sinn, die zu lesen. Danny Beep. Servus, danke für dein Follow. Willkommen. Schade. Ja, macht keinen Sinn halt, ne? Können wir uns schenken, die 10 Stunden. Was ist das andere Buch? Sammeln. Ja, da werden wir auch schon voll sein, ne? Ja, sammeln sind wir auch schon Level 3. Segeln wäre halt schön oder fischen. Reparieren wäre auch gut. Ja, schade, mit denen können wir schon mal nichts mehr anfangen, ja. Das können wir uns sparen. Okay, dann legen wir die mal noch hier hin. Den wieder da. Dann versuchen wir mal nochmal ein Feuerchen anzukriegen hier. Hatte ich nicht gerade nur einen Stock oder was? Komm, dann nehme ich jetzt den halben Stamm hier. Mein Gott. Ehrlich. So, Tabak. Hallo? Bräuchte halt Kamille, ne? Kamille bräuchten wir mal wieder. Kamille liegen oder was? Naja, aber eigentlich heilt ja unser Bett auch unsere Krankheiten, ne? Na gut, machen wir mal 3 Tabak. Dann machen wir mal unseren Fisch. Und dann machen wir noch hiervon ein. Fackelklauen. Fleisch haben wir auch noch. Dann machen wir das auch noch, wenn es noch reicht. Ah, perfekt. Ist okay, ne? Lass sie mal zu Ende schmatzen. Vielleicht kriegt er da nicht so viel Magenschmerzen. Wie lange hält er denn? 3 Tage. Das ist nicht viel, ey. Okay. Alter, er ist voll fit, er ist voll jetzt startklar. Volles Rohr. Na, das sollte sie nicht wegschmeißen, das kannst du mitnehmen. Ich hab also noch nie eine Schnittwunde gehabt, ne? Noch nie. Ich höre das die ganze Zeit mit. Das können wir direkt schon mal weghauen. So, wir müssten jetzt halt hoch, ne? Wir hätten aber auch noch hier 3 Punkte über. Was ist jetzt Stufe 3? Hebt ihr giftige Tiere hervor? Ja, das ist das Risiko wetterbedingt zu erkranken. Ja gut, das muss ich jetzt mal machen, weil wir jetzt keine gute Rüstung mehr haben. Natürliche Erholung heilt alle Arten von Grippe 50% besser. Na, dann nehme ich hier die Magenschmerzen erstmal mit. So.
Ja gut, das bringt uns ja auch nichts zu machen hier, ne? Meeresressourcen. Oder können wir das an dem Gerberei machen? Bestimmt nicht, ja. Crafting. Ja gut, das können wir alles nicht machen hier. Der Punkt hier nicht weg, ja. Okay, den Sichtrad ist beim Segeln. Ja, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall da nochmal hoch kraxeln. Haben wir denn noch zwei Seile zufällig? Oder kriegen wir zwei Seile hin? Ja, ich habe halt eh keine Stöcker, um jetzt Pfeile zu machen, ne? Bam, 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 bam. Gut, das könnten wir noch machen, ja. Warum zeigt er mir jetzt keine normalen Pfeile mehr an? Bin verwirrt. Ja gut, aber diese Tasche können wir ja auch nicht mehr craften, ne? Die wir mal craften konnten. Ja, da mache ich jetzt den Gürtel noch. Komm, geschissen. Dann machen wir wenigstens den Gürtel, ja. Kann halt sein, dass der immer wieder was ändert halt, ne? Ach, Werkbank. Ja gut, das ist eine Idee. Ja. Das stimmt. Das stimmt, ey. Dann sehe ich es auch nicht, ey. Säge. Oder erst wenn wir den Bogen herstellen, dass sie dann erst freigeschaltet werden. Das kann auch sein, ne? Das kann auch sein. Komm, ich mach den Bogen jetzt einfach. Aufgeschissen. Dann sehen wir das ja. Haben wir ja letztes Mal, konnten wir ja auch Pfeile machen. Was ist denn los, ey? Ah, das ist ja. Siehste, Pfeile. Wollte auch schon sagen, ey. So, was wiegt der denn? 4 Kilo, ey. Das ist echt schon viel. Ja, das Problem ist halt, was wir haben. Wir leveln halt Stärke nicht höher wie Level 3, ne? Dadurch können wir halt das 30 hier Cap für uns aktuell. Wo können wir die noch essen, ey? Gerade eben, ne? So. Okay, wahrscheinlich werden wir ja nochmal übernachten da oben, kann ich mir vorstellen. Muss ich mal eben gucken. Mein Gott, die halten aber auch nicht mehr lange, wa? Jetzt noch mal sehen, wie viel Zeit du hier investierst mit einfach rumstehen und craften, ey.
einen vollen mit. So, Blätter können wir unterwegs machen. Steine. Sehen die eigentlich auch zum Gewicht hier? Wahrscheinlich, ne? Kein Bo mit haben, brauchen wir auch keine. So, nehme ich die Karre nochmal mit, oder was? Es war nervig, aber... hat echt immer noch einen Sonnenbrand, oder was? Warte. Ja, welchen Weg gehe ich jetzt, ey? Die Frage ist, sollen wir nochmal nach Lehm gucken? Da muss ich ganz hinten lang latschen. Aber dann könnten wir halt das letzte Ding da auch noch bauen, ne? Chemiebank. Na gut, da wird auch nichts groß frei sein, weil Medizin können wir eh nicht viel herstellen. Aber dann hätten wir dann auch noch safe. Nee, das wollte ich jetzt halt nochmal gucken, ne? Wenn wir jetzt eh da nochmal hochgehen in die Berge. Das wollte ich jetzt dann nochmal angehen. Ob das klappt, ist natürlich eine andere Sache, aber... ach, das wird wieder richtig nervig jetzt, ey. Wie viel Haltbarkeit haben die denn? Bei den ganzen Vögeln und so ist ja eh schon alles nachgespawnt. Aber gut, dann machen wir jetzt nochmal eine große Bergtour hier. Nützt ja nichts. Picke habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber große Steine haben wir auch genug liegen erstmal, ne? So. Oh, auf jeden Fall mal eben hier ein paar Blätterchen. Da, 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 da. Warum drücke ich immer E, ey? Was ist nur los mit mir? Boah, so viel wiegt der nicht, ne? So, ich würde ganz gern nochmal. Falls wir wieder erwarten, doch Wasser finden sollten, werde ich da so eine Leuchtsäule dahin machen. Ja, gut, es ist Nacht. Schlafen brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir sind voll energized. Alles gut. Na, 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 na. Ja, ich werde den Wagen jetzt auf jeden Fall voll Stöcker ballern. Also Stöcker waren da genug, wo wir durch mussten. Uns ja sogar den Weg versperrt. Ja, ich latsche jetzt bis ganz hinten halt. Das müsste der kürzeste Weg hoch sein.
Wo wir also letzte Mal runter sind, quasi. Ja, bewölkt, bewölkt, bewölkt. Oh, geht schon wieder los. Okay, wir werden hier aber auch wahrscheinlich dann nochmal ganz gut Eier finden. Die Frage, ob die Nester schon wieder dann komplett voll sind, das glaube ich nicht. Naja, wo einer ist, ne? Oh, gut. Wo ich könnte auch hier hochgehen, ne? Dann würden wir halt auf jeden Fall die ganzen Äste mitnehmen. Falls ich vielleicht doch nochmal hier eine Runde weiterspielen sollte. Man weiß es ja nicht. Dann können wir uns da nochmal so hochschlängeln. So zack, zack, zack. Ja, das mache ich auch. Ob ich jetzt den Strand lang laufe oder hier hochgehe. Wasser ist echt ein Thema, ja. Ja gut, wir müssen halt einmal die Wasserquelle finden, ne? Dann ist das ja kein Thema mehr. Dann baust du dir halt 10, 20 Gefäße, nimmst deine Karre, fährst da einmal hin, ballerst die einmal voll. Und dann hast du erstmal für ein paar Tage. Also so ist Wasser echt nicht das Problem, wenn es jetzt nur so ums Überleben geht. Aber durch das Floßfahren, da wird's ein Thema, ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon an dem einen Nest vorbeigegangen, glaube ich. Weil wir haben halt noch so viel Kokospalmen hier rumstehen, wenn wir den Strand weiter runtergehen würden. Also das wäre echt nicht das Problem. Das Problem. So, hier ist auch unser Bett eigentlich, ne? Eigentlich könnten wir auch schlafen, damit wir was sehen vielleicht. Vielleicht ein bisschen höher kommen. So, hier haben wir erstmal die Äste. Vielleicht ist auch schon ein bisschen Bambus nachgespawnt. Erstmal haben wir hier zwei Scheißer. Dann haben wir auch unser Bett da hinten. Oh, bist du alleine nur noch? Was ist denn los? Es geht schon wieder los. So.
Bambusch, Bambuschka. Ich hätte gar nichts zu essen mitnehmen brauchen eigentlich, ne? Kokosnüsse hier mitnehmen. Ja, ein Stack Bambus nehmen wir mal mit, ne? Im Stück ist ein Stacky. Können wir uns nochmal fünf Wassergefäße machen, wenn wir meinen. Wenn wir denn Bockkolben noch organisieren. So, oh, wird schon wieder hell, glaube ich, ne? Ja, kommt 2 Stündchen, ein kleines Powernapping. Ja, ich stelle mal Federn jetzt nicht mit, ey. Ich so wenig Storage. Vorsichtig, ich weiß, dass hier ein Nest war. Sagte er voller Überzeugung und keins ist da, oder was? Okay. Ach, guck mal, hier haben noch kleine Steine liegen. Ja. Hätten wir gewusst, dass wir hier nochmal langkommen, wa? Ich doch sagen. So noch die Gunst der Stunde aus. Go, Johnny, go, go. Ja, sind wir doch schon an der Höhle jetzt. Level 4, Ledig. Da sind wir doch schon an der Höhle. Aber erstmal hier. Wo ist er? Ja, einnehmen ist bestimmt gleich schon wieder da. Einnehmen reicht uns ja sogar. Sonne, ja, wer hätte es gedacht? Echt, ey. Also im letzten Spielstand hatten wir auf jeden Fall eine Menge mehr Regen. So die ersten 14 Tage oder ersten 10 Tage war, glaube ich, gar kein Regen. Aber dann war richtig Regenalarm. So, ja, dann müssen wir die jetzt gleich erstmal snacken. Damit wir mal ein bisschen Platz kriegen, ja. Dann können wir die auch schon mal. Okay. Ja, mach das mal.
Die Tour de France. Ja gut, wenn wir den Stack voll machen, soll das aber auch reichen, wa? So, die Karre können wir eigentlich hier erstmal stehen lassen, ne? Wir gehen ja hier lang wieder zurück. Weiß auch gar nicht, vielleicht haben wir hier auch irgendwas übersehen, wo wir hier waren. Sieht nicht so aus. So, haben wir denn die richtige Zeit oder was? Ah, wahrscheinlich nicht, ja. Geil. Fahr aus, das Rohr. Wow, Feuer auf der Insel. Feuer auf der Insel. Da haben wir den Salat. Eins haben wir Fels. Da muss ja er dann sein hier. Ich glaube, Flo's Tour schaffe ich heute nicht mehr, wa? Echt mal gucken, ey. Muss ich sonst nochmal einen Tag einlegen, ey. Aber gut, das haben wir jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Oh, da war ein Skorpion, oder? Ja, voll durchgelatscht. Ja. Selbst schuld, ey. Selbst schuld. So. Ja. Jetzt müssen wir nochmal gucken hier.